Die ganze Welt trauert. Nach den Anschlägen in Sri Lanka am Ostersonntag nahm Australiens Premierminister Scott Morrison an einer Gedenkveranstaltung in Melbourne teil. Die schrecklichen Ereignisse in eurem Heimatland, in Sri Lanka, waren ein Angriff auf die Schönheit eures Landes. Sie waren ein Angriff auf unschuldige Menschen. Es ist ein unglaublich trauriger Tag. Unsere Mitarbeiter in Sri Lanka tun alles dafür, um alle Australier zu identifizieren, die von diesen schrecklichen Ereignissen betroffen sind. Auch Japans Ministerpräsident Shinzo Abe trat vor die Presse. Ich fühle tiefe Trauer und starke Wut. Japan ist entschlossen, mit Sri Lanka und der internationalen Gemeinschaft im Kampf gegen den Terrorismus zusammenzuarbeiten. Schlechte Nachrichten musste Dänemarks Premierminister Lars Rasmussen verkünden. Das Auswärtige Amt hat bestätigt, dass 3 Dänen unter den Opfern der Explosionen sind. Mein tiefstes Mitgefühl gilt der Familie der Opfer. Ich habe keine Worte dafür, was sie gerade durchmachen müssen. Mein Herz weint für sie. In Paris blieb der Eiffelturm als Zeichen der Trauer dunkel. Menschen stellten in der Nähe Kerzen auf.